Jo, servus Freunde. Ich begrüße euch wieder zu meiner kleinen Tipps und Tricks Serie und diesmal so ein kleiner Quick-Tipp. Ja, in der Zwischenzeit kennt die ganze Welt in Detlef seine Seilspanner und auch Robert Stogl kennt auch schon jeder. Und es gibt aber eine Kleinigkeit, wo man eigentlich nur ein Schlafen bei einem braucht, bei einem anderen braucht man gar nichts, wenn man irgendwo was zusammenpickeln will oder wo Anhänger will. Und das zeige ich jetzt schnell mal. Ich habe das da jetzt einmal zusammengewickelt und natürlich kann man das mit so einem Seilspanner von Detlef machen. Das funktioniert natürlich prächtig, aber es braucht auch nicht mehr als wie ein Stück Schnur mit einer Schlaufe. Ihr legt die Schlaufe da drüber. Ich hoffe, man sieht das gut. Ich muss das noch einmal kurz umdrehen. Ja. Man fährt durch die Schlaufe einmal durch. Man fährt noch einmal durch. Zadon. Und das Ganze ist gespannt. Das hält pipi feinst, weil der Knoten hält sich auch selber. Wollt ihr es wieder aufmachen, zieht es in die andere Richtung und das könnt ihr ganz einfach aufschirmen. Also geht auch watschen einfach das Ganze. Braucht man keine Dogeln, keine Seilspanner, nichts. Braucht es eigentlich nur ein Stück Schnur mit einer Schlaufe zusammenziehen und das hält pipi feinst. Dann gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, braucht man ein bisschen ein längeres Seil, weil das muss mindestens einmal da um und um gehen. Das ist, funktioniert endlich, geht genauso gut. Da braucht es überhaupt kein Schlaufen, sondern ich nehme die Hälfte, legt es da einmal durch. Und dann müsst ihr euch da herum ein Schlauferl machen, das heißt quasi auseinanderziehen und die unteren zwei in die Hälfte ziehen. Dann habt ihr da Schlaufen. So, und jetzt geht es her und nehmt das eine Seil, was von da kommt, steckt es von rechts nach links, natürlich genau der Vorführeffekt, und das andere steckt es von links nach rechts. So, jetzt zieht es das Knopferl da ein bisschen zusammen, dass der schön anliegt, und dann zahlt es nur mehr auf die zwei Enden an, und das hält genauso gut. Also das Ganze noch einmal. Wie gesagt, das braucht die Schlaferl da. Dann einmal vielleicht mit den zwei Fingern durchfahren. Holt euch die zwei von unten auf und dann habt ihr ein Schlaferl. Das ist ja nicht so schwer. Und jetzt geht es her, nehmt einmal das rechte von rechts nach links. Einmal das linke von links nach rechts. Einmal ein bisschen durch. Dann schaut, dass euch das Schlauferl da ein bisschen zuzieht, zieht es eigentlich da nur mehr an und das hält und geht auch nicht mehr auf. Wollt ihr es aufmachen, fahrt da unten einer dazwischen, zieht es mit den Fingern ein bisschen weg, jetzt könnt ihr das rausziehen und das Ganze ist offen. Ihr könnt es natürlich auch irgendwo anbinden. Ich nehme jetzt zum Beispiel das T-Shirt und binde es da drüber an. Ich habe jetzt leider nur die urlange Schnur noch dabei. Aber es geht ja trotzdem. Wie gesagt, mit zwei Fingern durch, die unteren zwei holen. Haltet euch die so klar wie möglich, die Schlaferl. Und jetzt fahren wir einmal von rechts nach links. Natürlich kürzer war es einfacher. Und einmal von links nach rechts. Den schön zumachen, dass der schön hält. Und jetzt zahlt es auf diese zwei Enden ganz einfach an. Ich schaue, dass ihr besser seht. Zahlt es an, zahlt es an, zahlt es an. Und das hält, wie ihr seht. Ihr kennt es natürlich auch über einen Molleschlaufen oder irgendwas drüber wickeln und anhängen am Rucksack, ist alles kein Problem. Und da herum, weiß nicht, ob man da jetzt her sieht. So, ich hoffe, jetzt sieht man das besser. Ihr fahrt jetzt da zwischen die Schnirlen. Einmal da, zieht es an. Einmal da, zieht es an. Und das Ganze ist locker. Und jetzt könnt ihr die Schnirlen auch wieder schön gemütlich zurückziehen. Und jetzt habt ihr keinen Knopf drin und alles ist offen.
Ja, Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich sage wieder einmal danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat euch ein bisschen was geholfen. Und von daher, ich finde es nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Und es geht relativ schnell. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus.